Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Tag zusammen. Ja, seine Exzellenz, Herr Philipp Stühler-Walter, ist jetzt wieder bei mir. Wir haben weitere wichtige Themen zu besprechen. Und was ich schon immer mal von einem Anwalt hören wollte, ist die dreckige Wahrheit, die so hinter der Oberfläche lauert. Es ist ja so, als naiver Betriebsrat denkt man, ich habe ein Problem mit dem Arbeitgeber, sei es zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung oder sagen wir mal, ein Arbeitgeber hält sich nicht an eine Betriebsvereinbarung. Und dann muss ich vor Gericht gehen, um das irgendwie durchzusetzen. Und dann beauftrage ich meinen Anwalt. Und was passiert dann? Dann denkt man als Betriebsrat so, dann schreibt er jetzt irgendwie einen Schriftsatz ans Gericht und der Gegenseite schreibt einen Schriftsatz. Und dann trifft man sich irgendwann zur Güteverhandlung und dann spricht man ein bisschen drüber und dann wird dann irgendwann, wenn man sich da nicht einigt, dann der Richter so sein Urteil fällen, nicht? Man könnte denken, so wär's, aber da passiert noch eine ganze Menge zusätzlich. Was da geredet wird hinter den Kulissen, das glaubt ihr nicht, oder? Ja, also kommt jetzt ein bisschen drauf an, ne? Wenn wir so eine Geschichte haben, Betriebsvereinbarung wird nicht eingehalten. Meistens ist es ja so, dass ich ja nicht nur für eine Sache für einen Betriebsrat tätig bin, sondern schon eine ganze Weile. Ne? Die rufen dann schnell bei mir an und sagen, hör mal, Philipp, wir sind auch immer per Du bei Betriebsräten, Anwälte und die Betriebsrat, also ich zumindest. Ich kenne auch keinen Kollegen, der dauerhaft Betriebsräte vertreten würde, der sich da siezen lässt. Der erste Betriebsratsvorsitzende, der bei mir durch die Tür kam, der guckte mich wirklich von unten. Ne? Also der war echt kurz. Ne? Ich bin mal 1,69 und der guckte von unten und sagte, irgendwann mal duzen wir uns eh, ich bin der Klaus. Ich habe mir gedacht, ja gut, wer meinen proletarischen Charme kennt, der weiß dann, dass man das mit mir machen kann, kein Thema. Und ich so, ja, alles klar, ich bin der Philipp. Ne? Ja. Mir kommt das sehr entgegen. Ne? Ich komme ja selber vom Bau, da heißt ja auch jeder mit Vornamen Arschloch. Also das ist, da hat man ja auch einen anderen Ton untereinander. Ja. Da ist es aber im Regelfall auch so, dass die Gegenseite auch immer denselben Anwalt hat. Und das ist dann sehr vorteilhaft, weil dann kann ich das auf einem kurzen Dienstweg machen. Dann rufen die bei mir an, sagen, hör mal Philipp, die halten die und die Betriebsvereinbarung, die wir neulich erst mit Werve geschlossen haben, in der Einigungsstelle gewesen sind, die halten die einfach nicht ein. Was sollen wir tun? Ich sage, komm, wart ab, ich rufe mal drüben beim Kollegen an. Und da sind dann noch Leute, die sind auch wirklich Kollegen, die sind halt auf der anderen Seite unterwegs, das ist total legitim, aber die arbeiten genauso ordentlich wie ich auch. Und dann ruft man den an und sagt, hör mal, wie sieht's aus, Kollege? Deine Leute halten sich einfach nicht an die Spielregeln. Willst du da irgendwie mal was unternehmen auf dem kurzen Dienstweg oder müssen wir es offiziell machen? Und dann kommt es drauf, also meistens ist er erstmal überrascht, dass seine Leute sich einfach nicht dran halten, weil der hat auch ein Interesse daran, dass das, was der mitverhandelt, auch eingehalten wird. Ja. Und dann wird er natürlich gegebenenfalls mal sagen, ja, also da muss ich mal nachhören, was sie da sagen, ob das so stimmt. Und dann kann es passieren, man hört plötzlich gar nichts mehr von dem. Dann weiß ich, okay, das hat wohl nichts gebracht. Sie halten es immer noch nicht ein, dann müssen wir halt ins Gericht. Ja. Im Regelfall wird er aber, also zumindest nach meiner Erfahrung, das sind ja auch alles kollegial faire Leute, ruft er dann schon an, hören Sie mal, ich habe mit denen geredet, ich glaube, wir müssen da mal streiten. Dann weiß ich aber auch Bescheid. Ja, also, okay, alles klar, wir treffen uns im Gericht. Das funktioniert. Es gibt auch unheimlich viele andere Sachen, so meinetwegen Kleinigkeiten, die wirklich auf dem kurzen Dienstweg telefonisch unter den Anwälten dann erledigt werden. Wird natürlich noch mit den eigenen Leuten nochmal abgesprochen, dann kommt der mir meinetwegen mit irgendeinem, muss jetzt nicht unbedingt eine nicht eingehaltene Betriebsvereinbarung sein, sondern irgendwas, die wollen in irgendeinem Betrieb für eine Woche Überstunden machen oder ähnliches, dann kommt erstmal der Anruf vorweg, hören Sie mal, Herr Kollege, können wir da was machen? Oder müssen wir da auch wieder in die Einigungsstelle oder treffen wir uns dann wieder im Gericht? Und dann sage ich auch, naja, ich rede mal mit meinen Leuten, wie viele Überstunden wollen sie haben in der Woche? Jeden Tag eine, das ist ja noch überschaubar. Machen Sie es aber bitte nicht zur Gewohnheit. Ich verspreche Ihnen jetzt mal, ich rede mit meinen Leuten, ich kann Ihnen aber nicht versprechen, was Sie dazu sagen. Genau. Vielleicht sind die ja dann alle der Meinung, nö, dann sollen die mal daherkommen. Ja. Da halte ich mich dann auch dran. Ich meine, da ist meine Mandantschaft mir dann auch näher. Aber im Regelfall kriegt man es auf diese Art und Weise geregelt. Aber, und das finde ich ja jetzt das Spannende, also wenn es dann doch vors Gericht geht. Also ich kenne das, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen und damit da keiner Probleme mit seiner Anwaltskammer bekommt, dass es durchaus Versuche gibt von den Anwälten, schon vor Beginn der Verhandlung den Richter
über die Sache zu informieren, damit er sich schon mal ein kleines Bild von dem Fall machen kann, damit er auch die richtige Sichtweise drauf hat. Ja, und dabei schießen sich, also wer so einen Irrsinn betreibt, ganz ehrlich, ich mache das nicht. Okay. Es kommt vor, dass der Vorsitzende Richter bei mir anruft. Ja. Und bei dem Kollegen dann auf der anderen Seite ganz genauso. Meistens geht es nur banal um Terminsabsprachen. Ja. Da wird schon mal im Vorfeld geguckt, wann könnt ihr denn überhaupt, ja, bevor ich jetzt hier wieder hin und her Termine verschieben muss. Oder das Gericht hat von sich aus eine Idee, wie man per Einigung aus der Geschichte rauskommen, ja, kann. Und das besprechen dann die Richter ganz gerne mal vorab. Das ist ja was ich niemals machen würde, weil das ein Eigentor ist. Ja. Den Versuch machen, das Gericht schon vorher telefonisch meinen beeinflussen zu können. So sage ich es mal. Im Regelfall funktioniert es nämlich nicht. So ein Richter ist nämlich extremst angepisst, ja, wenn so ein Anwalt dem erklären will, wie die Sachlage und die Rechtslage ist. Ja, also ich kenne das so. Das wird eben genau bei solchen Sachen wie Terminabsprachen dann immer gerne gemacht, wo dann heißt, wir wollen mal einen Termin sprechen. Und übrigens wollte ich Ihnen nur schon mal zu dem Sache sagen, das ist nur damit Sie da schon mal einen ersten Blick haben. Ja, da kommen dann so Antworten wie, ja, das haben Sie ja auch schon schriftsätzlich vorgetragen. Ja, genau. Und es gibt auch Richter, die sagen an so einer Stelle ganz kurz, war da schon ganz lustig. Ne? Okay, aber das ist finde ich jetzt schön zu wissen, also dass man da als Betriebsrat keine Sorge haben muss, weil in der Regel sind nämlich die Arbeitsrichter sehr, sehr schlau. Die wissen, dass sie da versucht werden zu manipulieren. Gut, das würde ich jetzt auch nicht für 100% der Richter unterschreiben wollen. Nein, also im Regel, die kennen auch ihre Pappenheimer. Die kennen auch ihre Anwälte, die bei denen das immer wieder versuchen. Die nehmen das unterschiedlich auf. Im Regelfall lässt die das eigentlich. Irgendwelche Versuche, sie in eine Richtung zu bringen, ziemlich kalt. Mhm. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und was ich immer wieder höre, auch von meinen Mandanten, also jetzt sei es Einzelmandanten oder Betriebsräte, wenn dann irgendwie auf der anderen Seite plötzlich so eine Kanzlei auftaucht, wo schon der Briefbogen 10 Seiten lang ist, ne? Ja. Wo dann also gefühlte 30 Millionen Anwälte in Tokio, in Rom, in Köln, Düsseldorf, das gibt's manchmal, Köln und Düsseldorf, ich weiß nicht, wie das vereinbar ist, aber das gibt's manchmal. Und dann sitzen die in London oder in New York und das meinst du echt, boah, was eine super Kanzlei. Ich sag den Leuten immer, also besser als die Rechtslage können die auch nicht sein. Und dafür gibt's Gerichte, die entscheiden darüber. Und da kann der Anwalt noch so gut sein, wenn's die Rechtslage nicht hergibt, dann gibt es nicht her. Das ist einfach so. Und da kann man auch 1000 Mal beim Richter anrufen und ihm versuchen klarzumachen, dass die Rechtslage in Wirklichkeit ganz anders ist. Sie wird dadurch aber nicht anders. Das feilt einen natürlich nicht davor, dass plötzlich Richter auf komische Gedanken kommen. Oder ganz schlimm, ja, wenn unsere beiden ehrenamtlichen Richter in Kammertermin plötzlich, wenn die den Richter überstimmen. Das gibt's nämlich auch. Die sind ja gleichberechtigt. Ja. Also kurz zur Erklärung, wenn es nachher in die Kammerverhandlung geht, wenn man sich in der Güteverhandlung nicht geeinigt hat, dann besteht das Gericht aus einem hauptamtlichen Profirichter, also der hat's gelernt, der hat's studiert, der hat 2 Examina gemacht und braucht recht gute, sonst wäre er nicht Richter, und 2 Zivilisten. Da ist dann einer für die Arbeitgeberseite und einer für die Arbeitnehmerseite. Die kommen dann von der Gewerkschaft meistens und die Arbeitgebervertreter irgendwie vom Arbeitgeberverband. Die werden da für 5 Jahre dann nominiert vom Rat und vorgeschlagen werden die von den Verbänden. Das sind in der Regel auch Leute, die durchaus wissen, was die da machen. Die machen da schon so lange, also ja, da kann man schon fast sagen, die sind fast gleichwertig. Die kennen auch die BAG-Rechtsprechung und ist auch keineswegs so, dass man davon ausgehen kann, der Arbeitgeber, der macht immer pro Arbeitgeber und der Arbeitnehmervertreter pro Arbeitnehmer. Das passiert eigentlich nicht, aber die sind gleichberechtigt. Und wenn die sich nicht einig sind, wird abgestimmt. Mhm. Und jetzt kann es passieren, dass unsere beiden Zivilisten den Berufsrichter überstimmen. Das ist dann natürlich doof, aber das kriegst du als Anwalt ja schon irgendwie mitgeteilt. Ja. Da steht schon fett zwischen den Zeilen in der Begründung, ja, Junge, geh in Berufung, ich wurde überstimmt. Ja. Also wenn du dann irgendwie, was weiß ich, du hast so 8 Seiten Sachverhaltsdarstellung und dann eine halbe Seite eine knappe rechtliche Begründung, ja, dann weißt du Bescheid. Ja. Und ich hatte mal so eine Sache, wo ich dann mit denselben Parteien in einer anderen Sache wieder beim selben Richter in der ersten Instanz gelandet bin. Der fragte mich dann, was ist eigentlich aus der anderen Sache in der Berufung geworden? Ja. Und ich sage, ja, Vorsitzender, die haben wir erwartungsgemäß gewonnen. Und dann grinste er zufrieden hinter seiner Richterbank. Und da wusste ich, okay, alles klar, er hat mir wirklich gesagt, geh in Berufung. Genau. So funktioniert das. Aber das sind auch Sachen, da musst du schon ein paar Jahre das Geschäft auch betreiben, um solche Nuancen auch irgendwie mitzukriegen. Es sei denn, du bist wirklich hypersensibel, dass du sowas auch sofort erkennst. Also klar, man macht am Anfang Fehler, man macht auch später Fehler, macht man immer wieder. Ne? Aber so diese kleinen Nuancen, Feinheiten und immer dran denken, auch im Gericht sitzen nur Menschen, auch wenn die einen schwarzen Kittel anhaben. Auch wenn die manchmal ein bisschen bärbeißig daherkommen. Aber in der Arbeitsgerichtsbarkeit ist das eigentlich nicht so das Problem. Die sind eigentlich in der Regel ganz gut drauf, die Leute. Eine Frage habe ich noch, bevor wir aufhören. Würde mich mal interessieren,
Kennst du das, dass die gegenüberliegende Seite mit Nebelkerzen wirft? So, dass mal ganz kurz vor Beginn einer Verhandlung werden nochmal drei Schriftsätze reingeschmissen, ja, wo im Grunde nichts drinsteht, ja, ja, um einfach nochmal irgendwie eben den Richter und die alle anderen Seiten zu verwirren? Nee, also meistens geht man damit eher auf die Nerven als irgendwas anderes, ja, weil auch Richter sind total begeistert, wenn die am Morgen vor der Verhandlung irgendwie noch plötzlich so einen 50-Seiten-Schriftsatz erstmal vorab per Fax und dann nochmal als Original in zweifacher Ausfertigung, das finden die total klasse, da sind die echt begeistert. Und dann habe ich das ja auch noch vorher nochmal per Fax gekriegt und auch nochmal im Original, wahrscheinlich auch nochmal per E-Mail, auch nochmal, habe ich also... Was da gefährlich ist für mich als Arbeitnehmervertreter, wenn ich in der Kündigungsschutzklage bin, ich gucke mir das nur ganz schnell an, weil da steht dann in der Regel, wenn du sowas kriegst kurz vorher oder irgendwo mal so zwischendurch so ein 50-Seiten-Schriftsatz mit 10 Punkten geschrieben, mit einzeiligem Abstand und da steht dann bla bla bla, langweilig, Wiederholung, völlig neben der Sache, interessiert keine jede Sau, das hat man doch schon mal geschrieben, vorhin auf Seite 2, das wird jetzt ja auch nicht interessanter, die Geschichte von der Oma ist ganz nett, war auch ganz kurzweilig, da steht nur Blödsinn drin, da muss man nur höllisch aufpassen, irgendwo auf Seite 27 wird plötzlich nochmal die Kündigung ausgesprochen und wenn ich das dann nicht sehe, dann geht im Kammertermin spätestens, geht der Gegenkollege her und sagt, ja, also die Kündigung, von der wir hier reden, das sehe ich wohl ein, die ist nicht wirksam, das erkennen wir an. Aber die Kündigung, die ich im Schriftsatz vom ausgesprochen habe, dagegen habt ihr nicht mehr geklagt und da ist die 3 Wochen Klagefrist weg. Und bam, hat da ein uralter Arbeitgeberanwaltstrick. Okay. Aber der Trick ist auch legitim. Ja. Na, also es ist mein Job, den zu erkennen oder ihn überhaupt zu kennen. Ich habe erfreulicherweise einen guten Repetitor im Studium gehabt, der mir diesen Trick schon damals erzählt hat. Ja. Deswegen war ich da nicht so ganz unvorbereitet, als ich den ersten fetten Schriftsatz gekriegt habe. Ansonsten, möglicherweise hätte ich meine Haftpflichtversicherung anrufen müssen, weil ich es, wenn du nach Seite 3 eingeschlafen bist, dann liest du Seite 27. Oder fängst dann irgendwann mal an so, ach Gott, 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 Gott. Na, das mache ich jetzt gezielt, weil ich die Kündigung suche. Ja. Und meistens steht sie drin. Und ansonsten irgendwelche Nebelkerzen, ich mach's auch. Es gehört auch dazu, also auch gerade bei Betriebsratsvertretungen, da stellt man schon irgendwelche Parallelanträge schon mal ganz gerne oder löst irgendwelche anderen Verfahren aus, die sehenden Auges um die Ohren fliegen, aber Druck aufbauen. Ja, klar. Und da ruft auch der Richter dann auch, hören Sie mal, das Verfahren, das ist doch, das machen Sie doch nur zum Druck aufbauen. Ne? Das ist ja das Parallelverfahren. Und so, ja, klar, natürlich. Okay, weiß ich Bescheid, dann kann ich ja mit der Terminierung erstmal vorsichtig sein. Ja, müssen wir nicht morgen machen. Ja, aber Sie wissen schon, es ist ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Ja. Ja, es könnte schon irgendwo mal wegen Eilbedürftigkeit dann doch nicht durchgehen. Ne? Also, dann weiß ich aber schon, an anderer Stelle bin ich ja schon unterwegs und jeder weiß, wie das Spiel gespielt wird. Und solange es die Wirkung hat, die es haben soll, nämlich einen Druck aufzubauen und auch einen kleinen Kostendruck. Ne? Das kostet Arbeitgeber ja Geld, was erfreulicherweise an mich geht. Ist das eigentlich, das ist legitim. Auch von der anderen Seite wird das gemacht, ist total legitim, habe ich gar kein Problem mit. Das passiert, da muss man mit umgehen. Muss man im konkreten Fall, wenn die Nebelkerzen wirklich nur neblig sind und die Kündigung nicht drinsteht, dann kann man sagen, ach Gott, ja, dann haben wir nochmal gebrüllt. Ein Tipp noch von mir, vor allen Dingen, liebe Betriebsräte, wenn es euch passieren sollte, dass der Anwalt von der Gegenseite in einem bereits laufenden Verfahren euch direkt kontaktiert. Das darf der nicht. Das wollte ich doch auch gerade sagen. Paragraph 12 Satz 1 der Berufsordnung verbietet es uns nämlich, an dem Gegenanwalt vorbei Kontakt mit der Gegenseite aufzunehmen. Und das auch aus gutem Grunde. Wenn das passiert, ruft bitte sofort euren eigenen Anwalt an, damit der erstmal einen kurzen Schriftsatz an die Gegenseite absetzen kann mit dem Inhalt, 12 Satz 1, Herr Kollege, ist Ihnen bekannt, ne? Ich weise mal darauf hin, dass Sie das bitte einhalten soll. Und weiteres braucht man nicht sagen, dann schreibt man drunter mit freundlichen, kollegialen Grüßen. Und jeder weiß, okay, wenn ich jetzt nicht aufpasse, habe ich aber morgen ein fettes Kammerverfahren am Hals. Da sind die Kammern auch sehr gießig bei sowas. Das, ne? Also wie gesagt, es hat einen Grund, dass wir das nicht dürfen und das ist vollkommen richtig so. Guter Tipp. Dann. Gut, dann war's das. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass sehr du gerne dich bereit erklärt hast, dich mit mir zu treffen. Ach Gott, ich bin ja fröhlich, dass wir das endlich mal geschafft haben. Und ich hoffe, das können wir irgendwann mal wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Und dann wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.